Ja, vielen Dank, Maria, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Julia Schmiech. Ich bin inzwischen seit 6,5 Jahren bei der TTS und zuständig für die Gesundheitsbranche und hier vor allem für die Themen Change Management und Mitarbeiterbefähigung entlang der digitalen Transformation. Und die Fragen, mit denen wir uns hier hauptsächlich beschäftigen, sind: Wie sehen unsere neuen digitalen Prozesse eigentlich aus? Welche Systeme brauchen wir? Welches neue Wissen brauchen wir? Und vor allem, wie bringen wir dieses neue Wissen letztendlich jetzt an unsere Mitarbeiter? Und das am besten in einer Form, dass sie nicht zusätzlich überlastet oder frustriert sind, als vielleicht ohnehin schon, denn es kommt extrem viel auf die Mitarbeiter zu. Gleichzeitig haben wir auch ein Fluktuationsproblem und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier mit den richtigen Konzepten auch Abhilfe schaffen können. Und um diese Themen soll es auch in unserem Webinar gehen. Bevor ich gleich an Herrn Füllgraf übergebe, würde ich gerne noch zwei, drei Sätze zur TTS sagen. Für alle, die die TTS noch nicht kennen: Die TTS gibt es seit 25 Jahren. Wir sind ein inhabergeführtes deutsches Unternehmen, inzwischen an 13 Standorten weltweit, und wir haben 350 Mitarbeiter und wir unterstützen unsere Kunden bei der digitalen Transformation. Wir kümmern uns um Change Management, wir entwickeln gemeinsam Lernstrategien, wir machen aber auch klassisches Präsenztraining oder bilden Trainer aus, wir entwickeln digitale Lernformate und wir kümmern uns um Mitarbeiterbefähigung entlang der konkreten Arbeitsprozesse am Arbeitsplatz. Und bei allem, was wir tun, sehen wir immer den Menschen als entscheidenden Erfolgsfaktor im geschäftlichen Miteinander. Und jetzt würde ich erstmal an Sie übergeben, Herr Füllgraf. Ja, ganz herzlichen Dank. Beste Grüße aus Braunschweig in die Runde. Vielen Dank, dass ihr alle hier heute euch die Zeit nehmt, diesem Webinar teilzunehmen. Ich erlaube mir zum Start einfach mal das digitale Du in die Runde zu geben und bitte insofern diejenigen, die dann gedanklich gesiezt werden wollen, das entsprechend dann so für sich auch wahrzunehmen. Also insofern vielen Dank für die Überleitung. Wir wollen heute in dem Webinar konkret ein Fallbeispiel durchsprechen, und zwar die Integration eines HCM, also eines Human Capital Management Systems, in einem Klinikbetrieb, in diesem Falle ein kommunales Krankenhaus, nämlich sozusagen mein Klinikum hier am Standort Braunschweig, das SKBS oder Städtisches Klinikum Braunschweig. Und Julia, wenn du einmal eine Seite weiterklicken magst, dann würde ich zum Start, bevor wir dann sozusagen auf die konkreten Inhalte eingehen, einmal so ein bisschen den groben Handlungsrahmen umreißen. Denn das gleich vor die Klammer gezogen, eins unserer Learnings, da komme ich am Ende natürlich nochmal vertiefend dazu, ist auf jeden Fall, dass die Frage, wie man eine Systemintegration von der Lernstruktur her aufbaut, auf jeden Fall ganz viel damit zu tun hat, in welchem Organisationstyp das natürlich stattfindet. Und insofern, damit ihr alle wisst, in welchem sozusagen Setting ich dieses System hier gerade in Phase 2 einführe, so ein paar allgemeine Informationen zum städtischen Klinikum. Diejenigen, die sich mit Gesundheitswesen nicht so sehr auskennen, wissen aber vielleicht im Wesentlichen, dass das deutsche Gesundheitssystem, ja, grob kann man sagen, zwei, drei große tragende Säulen hat. Also unabhängig von der Differenzierung des ambulanten Geschäftes, also wenn man morgens zum Hausarzt geht, weil es im Hals kratzt, sind wir als kommunales städtisches Haus ja ein klassischer sogenannter stationärer Versorger. Das heißt, wir sind bettenführend, in diesem Falle 1475 sogenannte Planbetten, das heißt also Krankenhausbetten, die vom Landesplanungsausschuss des Landes Niedersachsen entsprechend auch in der Daseinsvorsorge offiziell angemeldet und betrieben werden. Das ist damit, muss man sagen, eins der sicherlich 10 bis 15 größten Krankenhäuser in Deutschland. 1475 Betten entspricht auch unserem Status als sogenannter Maximalversorger. Das heißt, das städtische Klinikum hat eine vom medizinischen Spektrum allumfassende sozusagen Versorgungsstruktur, also beginnend mit einer zentralen großen Notaufnahme, wo eben die Notfälle reinkommen, dann eben über Pädiatrie, Onkologie, Chirurgie, Urologie, was man sich eigentlich alles so an, ich sag mal, klinischen Strukturen vorstellen kann. Ebenfalls muss man zu den Rahmenparametern gerne nächste Seite, Julia, natürlich wissen, dass das deutsche Gesundheitswesen sehr stark rechtlich reguliert ist. Das heißt, wir als städtischer Betrieb, so kann man es eigentlich fast platt sagen, sind mit einer sogenannten öffentlichen Prägung ehemals als städtischer Verwaltungsbetrieb dann vor vielen Jahren mal verselbstständigt worden.
budgetieren sozusagen selbstständig, kriegen allerdings Mittel von der Stadt Braunschweig. Und das ist im Wesentlichen ja das Merkmal, was ein kommunales Krankenhaus ausmacht. Das heißt, wir sind nicht privatisiert. Wir gehören nicht Helios oder Asklepios oder einem anderen Konzern, sondern wir gehören quasi der Stadt Braunschweig und betreiben als städtisches Haus tatsächlich im Wesentlichen die überregionale Daseinsvorsorge im Gesundheitssystem hier über die Stadtgrenzen der Stadt Braunschweig hinaus. Der Einzugsbereich, den Braunschweig hat, wenn man das so auf der Landkarte ein bisschen verorten mag, dann wissen wahrscheinlich viele in der Runde, dass wir uns ja hier im sogenannten Automobilbereich befinden. Das heißt, Volkswagen als großer Anbieter ist nicht so weit weg von Braunschweig, ungefähr 30 Fahrtminuten so grob Richtung Osten. Das heißt, auch Braunschweig ist natürlich stark geprägt durch die Automobilindustrie, ist hier ebenfalls ein großer Arbeitgeber. Wir als Klinikum mit 4.500 Beschäftigten sind der größte öffentliche Arbeitgeber hier in der Stadt. Und wir versorgen ungefähr einen Einflussbereich von, ich sag mal, 1,2 bis 1,4 Millionen Bürger, die quasi um Braunschweig herum mit irgendwelchen Wehwehchen-Krankheiten oder eben auch größeren Problemen tatsächlich ein Klinikum benötigen, um dann medizinisch versorgt zu werden. Konkret hier im Hause, das sind sozusagen aktuelle, ja quasi Bilder der Zukunft dieses Hauses. Das Haus ist klassisch, sage ich mal, etabliert worden zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, ist also auch schon relativ lange strukturiert vorhanden, allerdings an ehemals vier Standorten. Und das, was wir hier auf den Bildern sehen, ist die Zukunft des Hauses. Wir zentralisieren gerade von ehemals vier Standorten auf zwei Standorte. Wir bauen im laufenden Betrieb für fast 1 Milliarde Euro komplett neue Krankenhausstrukturen. Und wir haben eine, muss man sagen, Vision. Und da leite ich dann jetzt langsam auch konkret in die Thematik über. Nächste Seite gerne, Julia. Wir wollen als digitales Krankenhaus der Zukunft hochmoderne Spitzenmedizin anbieten, eben auf dem kommunalen Bereich. Das heißt, wir orientieren uns sehr, sehr stark an der medizinischen Entwicklung, die in den deutschen Universitätskliniken stattfinden. Viele unserer Klinikleitungen sind tatsächlich universitär geprägt und unser Portfolio ist ganz klar auf die Zukunft einer modernen sozusagen Gesundheitsversorgung ausgerichtet. Damit das funktionieren kann, in einem, wie man wahrscheinlich auch im Moment sehr gut in den Medien lesen kann, doch durchaus gerade ziemlich durchgerumpelten Gesundheitssystem nach der Corona-Krise, wo ich aber gar nicht inhaltlich heute groß drauf eingehen will, ist einer der ganz großen Faktoren, dass eben nicht nur die medizinischen Prozesse tatsächlich modern aufgestellt werden, sondern dass am Ende des Tages gerade auch die administrativen Abläufe natürlich möglichst hochmodern auch tatsächlich Support anbieten können für die Beschäftigten. Denn am Ende des Tages ist ein Krankenhaus eine Expertenstruktur. Das heißt, wir sind davon abhängig, die besten Fachkräfte bei uns an die Organisation zu binden. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir moderne Abläufe eben auch in der Klinikverwaltung. Das war, als ich vor knapp 4 Jahren hier in Braunschweig begonnen habe, sage ich mal, meine größte Herausforderung. Denn das, was ich vorgefunden habe, war eine, muss man sagen, klassische Krankenhausverwaltung der alten Welt. So wie sich das vielleicht manch einer, der sich, sage ich mal, schon mit Stadtverwaltung beschäftigt hat, vorstellen kann. Das heißt, das, was schon zu Zeiten von Kaiser Wilhelm etabliert wurde, nämlich die grünen und roten Mappen, gab es hier in meiner Abteilung zuhauf und jeder Personalvorgang wurde im Wesentlichen auf Papier bewegt. So, und das hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, herzlich wenig mit digitalen Abläufen zu tun, geschweige denn auch nur ansatzweise irgendwie mit dem, worüber heute ja gesprochen wird, KI-basierten Ansätzen der Automatisierung. So, und insofern war quasi eine der größten Herausforderungen hier tatsächlich auch die Klinikverwaltung modern aufzustellen. Nun muss man vielleicht ganz kurz dazu wissen, dass ich selber derartige Projekte eigentlich schon seit fast 20 Jahren im deutschen Gesundheitswesen, ich sag mal, aktiv begleitet habe. Zu Beginn meiner Karriere ungefähr so kurz nach 2000 an der Hamburger Universitätsklinik, wo die Herausforderungen sehr, sehr ähnlich waren. Unter dem damaligen Vorstand, wo wir auch damals gesagt hatten, okay, was können wir eigentlich modernisieren? Wie können wir digitaler werden? Wie können wir auch die Verwaltung moderner aufstellen? Zuletzt dann, bevor ich hier nach Braunschweig gekommen bin, in einem US-amerikanischen Unternehmen, was im deutschen ambulanten Gesundheitssystem tätig war und jetzt eben seit knapp 4 Jahren hier in Braunschweig. So, und nächste Seite bitte, Julia, damit wir es dann jetzt so langsam aber sicher auch mal ganz konkret unterbrechen wollen. Denn das, was wir heute im Webinar vermitteln wollen, ist ein ganz praktisches Anwendungsbeispiel. Also ganz konkret runtergebrochen,
anhand der Herausforderungen und Ziele hier in Braunschweig, wie haben wir das quasi mit der TTS zusammen aufgestellt? Und hier quasi zum, so als Startteaser so ein bisschen Teil meiner Philosophie, nämlich zu sagen, okay, gut ist immer, wenn man sich auf den Weg macht, auch wenn man vielleicht manchmal so auf der Wegstrecke so die eine oder andere Herausforderung noch für sich so ein bisschen beleuchten muss und auch noch mal ein bisschen reflektieren muss, ob das, was man sich da vorgenommen hat, jetzt nur wirklich die allerbeste Lösung ist. Ich sage mal, ein bisschen justieren kann man auf dem Weg immer. Schlecht ist immer, wenn man stehen bleibt und versucht, die 100% Lösung zu starten, weil dann hat man häufig, sage ich mal, im schlimmsten Falle im Schweinsgalopp viel aufzuholen, so wie es hier tatsächlich der Fall ist. Oder aber man stellt dann fest, ach naja, eigentlich war es dann doch nicht so schlimm, man ist einfach nur ein bisschen später dran. So, und hier, nächste Folie bitte, ist es eben tatsächlich so, dass wir am Ende des Tages, ich sage mal ganz grob, 20 Jahre Entwicklung und Personalwesen in diese Krankenhauswelt transformieren wollten, weil wir, wie gesagt, dieses Thema Digitalisierung tatsächlich sehr ernst genommen haben und gesagt haben, warum sollen eigentlich die Möglichkeiten, die in vielen anderen Industrien schon längst etabliert sind, in einem deutschen Krankenhaus nicht funktionieren. Das war so stets eigentlich meine Leitfrage. Damit beginne ich dann jetzt aber quasi auch mit dem ganz konkreten Teil, denn bevor man sich auf den Weg macht, sollte man natürlich erstmal analysieren, wo man eigentlich steht und mit welchen Herausforderungen man es eigentlich konkret zu tun hat, um sich dann eben auch auf den richtigen Weg zu machen. Und um das hier einmal kurz und knackig quasi vor den Start zu ziehen, bisschen was habe ich eben ja schon erzählt. Eine der großen Herausforderungen, wie gesagt, war ein doch durchaus über viele Jahre nicht sich in Bewegung befindlicher Verwaltungsbereich, der viele Innovationszyklen schlichtweg nicht mitgegangen war, sondern sich eben noch sehr stark in Strukturen bewegt hat, wie man sie vielleicht so ungefähr vor 20, 30 Jahren in kommunalen Großkrankenhäusern tatsächlich etabliert hat. Heißt also im Portfolio nicht modern und zeitgemäß aufgestellt, keine klaren Perspektiven auf den individuellen Mitarbeiter, sondern viel zu sehr rein entgeltbezogene, abrechnungs- und vertragsbezogene Inhalte und das Ganze noch papierbasiert. Das Ganze dann natürlich in einem Rahmen, den ich auch schon kurz angesprochen hatte, nämlich dass das deutsche Gesundheitswesen ja insgesamt jetzt nicht auch erst seit gestern, sondern schon seit mehreren Jahren durchaus vor massiven Herausforderungen steht. Auch da nur ganz kurz angesprochen, kann auch jeder nachvollziehen. Ich glaube, der demografische Effekt, den wir alle kennen, den man ja hinlänglich auch immer wieder lesen kann, führt natürlich dazu, dass die Krankheitsbilder in einer immer älter werdenden Bevölkerung massiv zunehmen. Auf der anderen Seite basiert unser Gesundheitssystem auf der solidarischen Finanzierung derer, die eben aktiv im Berufsleben stehen. Und damit haben wir am Ende des Tages die große Herausforderung, dass die Medizin zwar immer besser wird und immer spezifischer, auf der anderen Seite aber leider auch die Behandlung häufig immer teurer. Das Geld allerdings, was zur Verfügung steht, eben nicht vergleichbar mehr wird. Und insofern sind wir im deutschen Gesundheitssystem schon seit vielen Jahren mit der Einführung der DRGs eigentlich auf dem Weg, über strukturelle Verbesserungen genau diesen Effekten entgegenzuwirken. Nun muss man sagen, die Corona-Krise, die letzten 3 Jahre haben uns im Krankenhauswesen durchaus massiv getroffen, weil das, was wir vor Corona-Zeiten an planbaren Patienten hatten, haben wir heute in diesem Ausmaß nicht mehr. Das heißt, wir müssen im Prinzip unsere gesamten Strukturen parallel quasi zu meiner Transformation auch noch umstellen. Wir müssen in ambulante Überlegungen einsteigen. Wir müssen investieren in unsere Strukturen, um uns eben auch im Patientenversorgungsgeschäft modern aufzustellen. Das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages reden wir im Moment nicht nur über eine Transformation der Personalabteilung, sondern wir reden über einen riesigen Change-Prozess des gesamten Gesundheitswesens. Und wir reden konkret bei uns über einen riesigen Transformations- und Change-Prozess eigentlich der gesamten Organisation. So, das ist die erste wahrzunehmende Herausforderung, sage ich mal, bei der Bestandsaufnahme, dass man nämlich sagen muss, hier ist eh schon wahnsinnig viel in Bewegung. Auch schon zu der Zeit, als ich hier begonnen habe, klinische Abläufe, die sich verändern, Strukturen, die sich verändern, Bereiche, die sich strukturell aufstellen müssen. Das heißt, Veränderung ist das Label, was hier bei uns durchs Haus fliegt. Und Veränderung hat ja immer neben den Vorteilanteilen auch die Nachteile, nämlich dass Beschäftigte, die es in Teilen gewohnt sind, in gewohnten Abläufen unterwegs zu sein, natürlich von solchen Veränderungen durchaus auch emotional massiv betroffen waren. Das war für uns quasi so in der Startanamnese durchaus ein ganz relevanter Faktor, nämlich dass man sagen muss, es sind sowieso alle hier gerade unterwegs, gedanklich sich in irgendeiner Form zu verändern. Und wenn wir jetzt als Personalabteilung kommen und sagen, ach übrigens, wir haben da jetzt auch noch einen Beitrag zu leisten, wir wollen hier mal eben kurz so ein System einführen,
dann fügt sich das natürlich in den großen Prozess ein. Und das war für mich dann auch ganz konkret, sage ich mal, der Moment, wo mir sehr früh klar geworden ist, dass wir bei der Planung für den Go Live von Workday uns sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir denn eigentlich dieses System, ich sag mal, unters Volk bringen. Also wie wir tatsächlich Formate etablieren können, mit denen wir die Menschen erreichen, die ja Tag für Tag eigentlich ihren Fokus an den Patienten haben. Und das muss uns auch bei der jetzt Folgeplanung immer klar sein, dass eben die Beschäftigten im Krankenhaus jetzt nicht sozusagen vor Freude in die Luft springen, wenn die Personalabteilung ein neues IT-System einführt, sondern am Ende des Tages muss das stattfinden im Krankenhausversorgungsbetrieb, der eben bei uns 365 Tage, 24 Stunden stattfindet. Und das war sozusagen in der Startaufnahme der nächste Faktor, dass wir uns eben sehr früh überlegt haben, okay, wie kriegen wir einen Lern-Content-Management-Partner an unsere Seite, der bei all den Herausforderungen, wie gesagt, einige habe ich beschrieben, einige mehr stehen hier in den Bullets ja sozusagen auch dargestellt. Wie kriegen wir den Transfer des Systems in die Organisation eigentlich bestmöglich abgesichert? Das war, sage ich mal, vom Start weg eigentlich die Kernherausforderung, die sich quasi parallel zur Projektplanung sehr, sehr früh für mich gestellt hat und bei der mir klar geworden ist, ich brauche auf jeden Fall einen kompetenten Partner an meiner Seite. Ich werde auf gar keinen Fall sozusagen die reinen Lernangebote von Workday nutzen. Dazu kann man vielleicht am Rande sagen, für die, die sich so mit HCM-System auskennen, wenn man auf den ja, deutschen Markt guckt bei HCM-Systemen, jedenfalls im Gesundheitswesen, dann gibt es im Moment natürlich ein klar etabliertes System, nämlich SAP. Was auch ich im UKE über fast 15 Jahre sozusagen begleitet habe. Und Workday ist eigentlich so ein, ich sag mal, klassischer Rising Star am Horizont. Ist ein amerikanisches Cloud-as-a-Service-System, hat also noch eine sehr, sehr starke US-amerikanische Prägung, etabliert sich am deutschen Markt gerade sehr intensiv, ist allerdings in der deutschen Krankenhauslandschaft noch gar nicht so etabliert. Wir sind am Ende des Tages das erste Großkrankenhaus in Deutschland, was Workday als HCM-System einführt. Und damit war auch völlig klar, dass quasi mit unserem IT-Partner wir jemanden an die Seite bekommen, der jetzt mit Krankenhaus auch noch nicht so sonderlich viel Erfahrung hat. Das war also quasi eine weitere Herausforderung, neben all den Elementen, die ich schon beschrieben hatte. Und nicht zuletzt, bevor wir dann sozusagen jetzt den nächsten Schritt gehen und tatsächlich in die konkrete Planung einsteigen, die digitale Transformation durch das HCM-System ist am Ende des Tages für mich das wesentliche Fundament, um alle folgenden Digitalisierungseffekte im Personalbereich tatsächlich an den Start zu bringen. Damit ist es für mich eines der essentiellen, sage ich mal, oder einer der essentiellen Bausteine, um tatsächlich diese strukturelle Veränderung auf den Weg zu bringen. Und weil das so ist, deswegen lohnt es sich natürlich umso mehr, diese Projektplanung auch wirklich kompetent vom Lerneffekt her frühzeitig mit aufzugleisen. Also das vielleicht noch mal so ein bisschen zu den Grundvoraussetzungen. Nächste Folie gerne, Julia. Ja, Und dann übernehme ich an der damit wollen wir Stelle. jetzt in die Tiefe einsteigen. Genau, bitte. Genau, mit diesen Emotionen hier auf der Folie wollen wir jetzt tiefer ins Webinar einsteigen. Und ich glaube, wir alle sind mit diesen Emotionen vertraut, wenn es um Digitalisierung geht, vielleicht sogar bei uns selbst, vielleicht auch in der Mitarbeiterschaft. Wir sehen hier das Modell von Bridges, das uns den Weg von heute in die Zukunft zeigt, da wo wir eigentlich hinwollen. Und es zeigt uns auch, was uns alles so auf diesem Weg begegnet. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite insbesondere die individuellen persönlichen Veränderungen. Und umso weiter wir nach rechts kommen, geht es um die organisationalen Veränderungen. Und wenn wir von Veränderungen sprechen, dann ist es in der Regel so, dass wir 10 bis 20% Verhinderer und aber auch Begeisterte haben. Und 60 bis 80% Neutrale. Und das, was wir brauchen, sind 40% Befürworter. Und hier ist natürlich die Frage, wie erreichen wir das denn dann? Wie schaffen wir es, dass 40% unserer Mitarbeiter die Veränderung befürworten, damit wir das Ganze auch richtig umsetzen können? Und die Lösung ist eben, oder eine der Wege, die man da gehen kann, ist die individuellen und die organisationalen Veränderungen. Die müssen wir zusammenbringen. Und die Strategie und die Arbeitsrealität fokussieren. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das neue System die Arbeit unterstützt oder vielleicht sogar erleichtert, aber keineswegs schwieriger macht. Und damit ich das verstehe, ist auch ganz wichtig zu erkennen, was habe ich eigentlich davon in meiner Rolle?
Weil wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Lust, mich mit was Neuem auseinanderzusetzen. Es hat doch auch die ganze Zeit super funktioniert. Wieso soll ich mich denn jetzt hier so verändern, meine komplette Arbeit umstellen? Deswegen ist ganz wichtig zu verstehen, für jeden Einzelnen, was bringt es mir in meiner Arbeitsrealität? Damit ich dann das System auch wie vorgesehen einsetze und wir dann, und das ist ja das Ziel des Ganzen, wir wollen die Geschäftsprozesse und die Unternehmensstrategie, das wollen wir unterstützen. Wir digitalisieren ja jetzt auch nicht einfach nur zum Spaß. Wir wollen damit ja ein übergeordnetes Ziel erreichen. Wir wollen eine bessere Patientenversorgung. Wir möchten Interoperabilität und so weiter. Und diese Veränderung, die erreichen wir eben nur, wenn die Menschen diese Veränderung entsprechend auch mittragen. Genau, Genau, zum herzlichen Dank. konkreten Das, Beispiel genau, übergebe das, ich das, wieder. genau, das zum Intro. Genau, ich würde an dieser Stelle übernehmen, aber gerne sozusagen Julia auch da eine Ergänzung. Denn das, was ihr hier jetzt seht, bitte als exemplarisch zu verstehen, ist die konkrete, ich sag mal, Lernreiseplanung, die wir mit der TTS zusammen auf der Grundlage dessen, was ich gerade bis hier sozusagen hergeleitet habe, dann tatsächlich aufgeplant haben. Und ich glaube, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu meinen Startausführungen zurück ist tatsächlich zu sehen, dass aus meiner Sicht jede Organisation im Sinne einer System Readiness natürlich völlig unterschiedlich aufgestellt ist. Und das ist als Voraussetzung genau für diese Lernreise ja ein ganz relevanter Faktor, weil man sich mit der Frage beschäftigen muss, okay, genau wie Julia das gerade gesagt hat, wie weit weg sind die Beschäftigten von der Systemeinführung? Wie averse sind sie? Aber, oder wie sehr komme ich vielleicht auch in Konflikte rein, wenn ich jetzt sage, so ab morgen ist das System jetzt am Start, viel Spaß damit. Bei uns, wie gesagt, im Gesundheitswesen bitte immer berücksichtigen, jede Systemeinführung disruptiert eigentlich natürlich unsere Organisation, weil sie ihren Fokus ganz woanders hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt, bei dem man eben sagen muss, das bedeutet ja in der Konsequenz, dass ich deutlich mehr Aufwand darauf zubringen muss, um das System zu den Menschen zu bringen, wenn sie eigentlich sozusagen systemisch gefühlt ganz weit davon weg sind. Hier kommt nur noch dazu, dass es, ich sag mal, den klassischen Konflikt zwischen der Klinikverwaltung und den Kliniken gibt. Das heißt, die Kliniken, die sich häufig als die sogenannten Produktionsstätten sehen, sind natürlich für sich gefühlt in der Führung dessen, worum es im Krankenhauswesen eigentlich geht. Und wir, die wir in den administrativen Bereichen tätig sind und eigentlich über Serviceleistungen, aber auch Verbesserungen sprechen, haben uns häufig dem Vorwurf auszusetzen, dass wir quasi mit unseren ja häufig ja formalistischen sozusagen angehauchten Inhalten eigentlich die Patientenversorgung stören und damit die Beschäftigten vor Ort eigentlich von den Patienten wegbringen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, wenn ich genau in diesem Konflikt drin bin, muss ich mich ja umso mehr mit der Frage beschäftigen, okay, wenn das die Ausgangslage ist, was heißt denn das dann eigentlich konkret für die Berufsgruppen? Und um das auch dann wieder auf den praktischen Fall runterzubrechen, muss man ja sagen, sicherlich haben wir hier zwei ganz relevante Berufsgruppen, auf die wir geschaut haben, nämlich die Ärzte und die Pflegenden. Dann haben wir natürlich, sage ich mal, bestimmte Spezialfunktionen, zum Beispiel für den OP-Betrieb, den sogenannten Funktionsdienst, Funktionsdienstkräfte. Wir haben sogenannte MTAs bei uns in den Strukturen. Wir haben Verwaltungsbeschäftigte, auch nicht gerade wenige. Wir haben klinisches Hauspersonal, wir haben Küchenpersonal. Also wir haben ja in unserer Organisation eine ganz große Spreizung sehr unterschiedlicher Beschäftigter. Und wir haben uns insofern vor der gerade beschriebenen Herausforderung zum Start dessen, wie wir diese Lernreise konzipiert haben, dann erstmal mit der Frage beschäftigt, naja, wie erreichen wir denn eigentlich die einzelnen Zielgruppen? Also worauf haben wir eigentlich zu achten, wenn wir draufgehen? Und da wollen wir jetzt gleich sozusagen einmal konkreter drauf einsteigen, vielleicht nur ganz kurz noch als Impuls hierzu, bevor wir auf die nächste Folie gehen, Julia. Das, was ihr hier am Ende des Tages ja seht, ist links quasi vom Projekt Start. Das, worüber gleich wir sprechen werden, nämlich über eine, ich sag mal, Vorbereitungsphase, in der wir sogenannte Personas für uns definiert haben. Da kommen wir gleich zu. Auf der Grundlage haben wir dann den Lernbedarf definiert und dann sind wir quasi darüber in die Konzeptionsphase gegangen, im Wesentlichen mit drei Formattypen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen in sogenannte Begrüßungssessions oder Welcome-Sessions gehen. Wir wollen Webinare anbieten und wir wollen eine Systemik nutzen. Da kommen wir später noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, die sogenannte TTS Orange. Und das zieht sich hier an dieser Stelle, wenn man sich das dann eben quasi in dem weiteren Verlauf hier anguckt, zieht sich das strukturell ja quasi immer weiter durch. Wir sehen hier im Prinzip die Lernvorausphase ungefähr ab Mitte November
des letzten Jahres, also 2022, bis hin zum Go-Live-Termin, der war am 16.12., also kurz vor dem Weihnachtsfest. Und dann eben in der Folge, dann auf der rechten Achse quasi die Folgeprogramme nach dem Go-Live-Termin. Und da gibt es dann noch ein bisschen mehr. Da sind wir dann sogenannte Lernprogramme. Wir haben uns mit Floorwalker-Konzepten beschäftigt, da kommen wir auch gerne später noch mal ein bisschen dazu, sogenannte Lerncafés, Trainings on Demand. Und das, was am Ende des Tages ja diese Lernreise zeigt, ist, dass wir uns konzeptionell wirklich für die jeweiligen Etappen überlegt haben, wie treten wir mit welchen Inhalten an unsere Beschäftigten heran, wie kriegen wir quasi das System zu unseren Beschäftigten. Und wie wir das jetzt konkret gemacht haben, Julia, gerne auf die nächste Folie. Genau, wir kommen einmal noch mal kurz zur Theorie zurück. Und zwar zeigt diese Folie den notwendigen Dreiklang, den wir brauchen, um Projekte erfolgreich zu machen. Ich fange mal an bei der Systemfitness, weil das ist das, was inzwischen eigentlich jeder tut. Wir führen ein neues System ein und dieses System schulen wir, damit die Mitarbeiter wissen, wie sie da in ihrem System die Arbeit verrichten können. Aber alleine die Systemfitness, das reicht nicht aus, weil um meine Arbeit richtig machen zu können, muss ich den gesamten Prozess verstehen. Und jetzt gerade in Kliniken durch die Digitalisierung ist es ja so, dass wir teilweise komplett neue Prozesse haben. Sprich, wir brauchen hier unbedingt eine Prozesstransparenz und ein Prozessverständnis. Das finden wir aber auch immer häufiger auch auf der Agenda unserer Kunden. Also das ist durchaus schon in den Köpfen verankert, dass die Systemfitness, die Prozessfitness extrem wichtig sind. Was aber bisher eigentlich immer vernachlässigt wird, das ist die Change Fitness. Und die Change Fitness, die legt eigentlich den Grundbaustein, dass alles funktioniert, denn durch die Change Fitness bin ich als Mitarbeiter, entwickle ich überhaupt erstmal eine Eigenmotivation, die Systemfitness und die Prozessfitness zu erreichen. Und das ist eben ganz wichtig, dass ich als Mitarbeiter mich eben bewegen möchte. Ich habe verstanden, was bringt mir denn die Systemeinführung, und deswegen habe ich auch richtig Lust, dem Ganzen, der Veränderung mitzugehen. Das heißt also, wir brauchen die richtige Kombination aus Change und aus Lernen, und das ist das, was wir eben zusammenbringen, wie eben auch jetzt das Klinikum Braunschweig das getan hat. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Personas. Ich übergebe an der Stelle wieder. Herzlichen Dank, Julia. Genau, also nach dem nochmal ganz wertvollen Impuls, dann hier an dieser Stelle quasi die erste Etappe, die wir mit der TTS zusammen genommen haben. Wir haben dann nämlich tatsächlich überlegt, okay, wie gehen wir mit den jeweiligen Berufsgruppen um und worauf haben wir uns eigentlich einzustellen, wenn wir quasi gedanklich die Pflegekraft auf der Station oder den Stationsarzt, den Operateur gedanklich mit unserem System ansprechen und sagen, hier, hey, schau mal, da haben wir jetzt ein neues System, das möchten wir dir gerne näher bringen. Wir möchten übrigens auch, dass du das zukünftig dann bitte auch dauerhaft als dein System so ein bisschen mitverstehst, weil nämlich genau deine personenbezogenen Themen genau in dem System stattfinden. So, damit das funktioniert, haben wir uns dann mit sogenannten Personatypen auseinandergesetzt. Das haben wir in der Startphase, um es vielleicht ein bisschen erklärlicher zu machen, mit TTS-Kollegen zusammen in einer kleinen Arbeitsgruppe quasi gemeinsam entwickelt in einem Workshop-Format online. Auch vielleicht ganz spannend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man das dann konkret macht und zu diesen Inhalten kommt. Das heißt, wir sind digital zusammengekommen. Wir haben ein digitales Format. Ich glaube, Asana-Board haben wir, glaube ich, damals genutzt, und haben quasi spielerisch in Anführungszeichen miteinander tatsächlich die Typen entwickelt und haben dann eben Dr. Julian Sahner, also den Mitarbeitern aus der Ärzteschaft, oder eben auch verschiedenste andere Personatypen für uns identifiziert als relevante Zielpersonas. Gerne nächste Folie und haben dann quasi uns mit jedem einzelnen Personatypen auseinandergesetzt und überlegt, okay, was wird das für ein Lerntyp sein? Also nehmen wir als Beispiel den jungen Assistenzarzt auf Station, der Wochenenddienste durchaus regelmäßig hat, der also nur unregelmäßig Zeit für Inhalte hat. Das ist das, was ihr hier auf dieser Folie seht. Das haben wir quasi Personatyp für uns identifiziert. Und zwar quasi wirklich wie einen virtuellen Avatar. Wir haben teilweise Namen vergeben, haben dann über Alter und Geschlecht nachgedacht. Also wirklich gesagt, macht das Beispiel mal auf, eine weibliche Pflegekraft. Der überwiegende Anteil in der Pflege ist weiblich bei uns im Hause. Wir haben aufgrund unserer Demografiedaten uns genau angeguckt, wie ungefähr in welchen Altersstrukturen bewegen sich die Beschäftigten, haben dann ein, ich sag mal, Zielalter für uns identifiziert und haben quasi diese virtuelle Person für uns als lernende Person wirklich runterfiletiert, haben uns also wirklich gefragt, okay, wie man das auf dieser Skala eben sieht,
ist das ortsunabhängig oder eben ortsabhängiges Lernen? Also sprich, muss ich jemanden an einen bestimmten Ort holen oder ist das vielleicht jemand, der auch digital schon unterwegs ist und so wie wir hier im Webinar sind, auch in der Lage ist, vielleicht auch mal abends sich in so ein Webinar reinzuschalten? Ist das jemand, der eher einen ganzen Kurs haben möchte oder vielleicht kleine Lerninhalte, sogenannte Nuggets? Das haben wir für uns komplett für die Personatypen einmal durchdekliniert. Man kann klar sagen, man kommt dann natürlich häufig zu dem Punkt, dass Menschen unterschiedlicher, ich sag mal, Prägungen eben auch mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Lernformate wählen werden. Das ist so als Learning auch aus unserem Hause was, was sich in der Folge dann auch tatsächlich realisiert hat. Also beispielsweise Pflegekräfte tendieren sehr viel stärker dazu, lieber in konkrete Frontalunterrichtskurse zu gehen, in einer bestimmten Räumlichkeit, wohingegen Ärzte deutlich digital affiner sind und sagen, naja, wenn ich mich auch am Wochenende mal für eine halbe Stunde vor den Rechner setzen kann und mir mal ein kleines Kurzwebinar angucken kann, dann kommt mir das eigentlich eher gelegen. Und genau mit diesen Personifizierungstypen haben wir uns gedanklich zum Start auseinandergesetzt. Gerne nächste Folie, Julia. Genau, daraus haben wir dann quasi für uns Lernfragen entwickelt und dann gerne wieder übergeleitet zu dir. Genau. Für diese einzelnen Personas haben wir sogenannte Learning Journeys entwickelt und angefangen haben die dann mit den besagten Welcome Sessions. Also die Welcome Sessions waren sozusagen der Start in die Lernreise. Und dann ging es eben darum, sich das entsprechende Wissen anzueignen, Kompetenzen aufzubauen, sei es im Präsenzunterricht oder eben mit digitalen Lernformaten. Und das Ganze bis zu einem Punkt, den man eben erreichen kann an Kompetenz mit formalem Lernen. Und dann geht es eben darum, wenn ich dann mit dem System arbeite, das Wissen auch aufrechtzuerhalten und meine Prozessfitness, meine Systemfitness auch auszubauen, dass ich vielleicht sogar so fit bin, dass ich merke, hey, den Prozess, den können wir sogar an der Stelle noch optimieren. Und wer aufmerksam aufgepasst hat, sieht, dass da die Change Fitness jetzt nicht draufgeschrieben ist. Das liegt daran, dass man sich vorstellen muss, die Change Fitness, die liegt praktisch einmal dahinter. Und die Change Fitness, die ist überhaupt dafür zuständig, dass ich motiviert bin, diese Lernreise jetzt auch durchzugehen. Genau, und jetzt machen wir es wieder ein bisschen praktischer. Also tatsächlich Genau. gehen wir gerne mal in die konkreten Formate rein. Und hier vielleicht auch noch mal ganz kurz vorneweg gezogen. Wenn man das wirklich als, ich sag mal, Reise mit einer quasi mit so einem Start, ne, man gedanklich, was weiß ich, man packt seine Koffer, fährt zum Flughafen, macht sich auf den Weg, macht, dann haben wir tatsächlich eben das quasi hier ähnlich gemacht. Das heißt, wir haben mit der sogenannten Welcome Session haben wir eigentlich das Kofferpacken beschrieben. Wir haben tatsächlich ein sehr kurzes Lernformat etabliert gemeinsam, wo wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir so einen gut gesetzten Teaser, so würde ich ihn mal nennen, für unsere Beschäftigten hin, der Spaß darauf sozusagen vorbereitet, sich mit dem System auseinanderzusetzen. Das heißt also, die Welcome Session bewusst überlegt, war digital ausgerichtet, war kurz. Ich glaube, wir haben so grob angepeilt seinerzeit 20 Minuten plus sozusagen offene Runde hinten raus. Und wir haben nur ganz wenige kleine exemplarische Beispiele sozusagen aufgenommen und vor allem beschrieben, was soll sich denn eigentlich dadurch verändern? Was wird für euch eigentlich als Beschäftigte besser? Oder für uns alle gemeinsam, wenn wir uns auf das System einlassen. Das ist jetzt exemplarisch hier eben gezeigt. Das heißt, wir haben quasi aus der Vergangenheit hergeleitet, das sind jetzt unsere Punkte gewesen, um klare Zuständigkeiten, lange Bearbeitungszeiten, manuelles Arbeiten, mangelnde Datenqualität und eben immer wieder Probleme, wenn man Auswertungen irgendwie für irgendwas braucht, haben wir gesagt, okay, was kann uns das System schaffen, wenn wir uns gemeinsam darauf einlassen, eben von der Digitalisierung über klare Prozesse und so weiter. Und das haben wir durch die Welcome Sessions vermittelt, haben quasi nur wirklich einen kurzen Blick in das System gegeben und gesagt, hier schaut euch das mal an. So wird das aussehen, so ist die Benutzeroberfläche aufgebaut und das ist das, was wir damit erreichen wollen. Das war quasi der Auftakt auf die Lernreise, auf die wir uns gemacht haben. Und ich glaube, ganz wichtig auch für die Runde ist, dass wir uns quasi in der Startplanung auch überlegt hatten, okay, wie machen wir es denn wirklich konkret? Also machen das Beschäftigte aus der Personalabteilung, die sich da hinstellen und das erzählen. Und wir haben so wieder im Rahmen der Startanamnese, das wäre quasi einer auch meiner Tipps an dieser Stelle für die, die vielleicht noch in vergleichbare Überlegungen einsteigen, haben wir festgestellt, naja, wenn dann doch eigentlich die Beschäftigten der Personalabteilung selber gerade voll im Change-Prozess drin sind und so im System selber noch nicht so richtig fit, dann ist es vielleicht besser, jemanden quasi in der Welcome-Session hinzustellen, der quasi aus der Lernerfahrung heraus
dass ich sag mal, solide und gut vermitteln kann und eben die Beschäftigten aus der Personalabteilung eher als sogenannte Supporter mit in die Termine reinzugeben, um vielleicht singulär tatsächlich einen Impuls auf eine Frage zu geben. Das heißt dann eben auch, dass die TTS tatsächlich am Anfang eine große Last von uns übernommen hat, weil sie tatsächlich in der gesamten Planung quasi ihre eigene Lernerfahrung eingebracht hat, um zu sagen, okay, nach all dem, was wir von euch hören, wie würden wir mit unserer Erfahrung euch die Welcome Session vorschlagen? Wir haben das dann in der Folge tatsächlich durch mehrere sogenannte Dry Runs laufen lassen. Das heißt, wir haben uns einzelne Beschäftigte aus der Organisation, wieder ungefähr aus diesen Personatypen, die ich kurz beschrieben hatte, gesucht, haben die in dieses Lernformat eingeladen, gesagt, hier guckt euch das mal an, so würden wir es gerne anbieten. Welche Anmerkung habt ihr dazu? Gefällt euch das? Was gefällt euch? Was findet ihr nicht so gut? Und wir haben dadurch dann quasi nochmal eine leichte Modulation vorgenommen und haben damit quasi mit dieser Inhouse-Verprobung tatsächlich mit der TTS zusammen eben ein Startformat entwickeln können, was eigentlich sehr, sehr stark von TTS selber getragen war, weil meine Einschätzung war, dass meine Beschäftigten zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht in der Lage waren, quasi mit breiter Brust sich in so ein für sie ja unklares Format zu begeben und zu sagen, wir erklären euch jetzt mal, was wir hier genau machen. Das ist vielleicht nochmal als Impuls für die Runde auch ganz spannend. Das mag in anderen Organisationsformen völlig anders sein. Also dort, wo man Beschäftigte vor Ort hat, die systemaffin sind und die sagen, ich habe es verstanden, ich kann das, mag es durchaus ein guter Tipp sein, sehr frühzeitig eben Gesichter aus der eigenen Organisation dann eben hier an den Start zu bringen. Wir hatten uns, wie gesagt, aus den von mir beschriebenen Erwägungen hier für den Auftakt dagegen entschieden und haben gesagt, wir wollen eigentlich unsere eigenen Beschäftigten auch im Sinne der eigenen Change-Geschichte sukzessive auf der Lernreise mitnehmen und sukzessive quasi parallel zu den laufenden Formaten so weit etablieren, dass irgendwann eben einzelne Systemadministratoren tatsächlich auch die Federführung übernehmen können. Also das hierzu gerne nächste Folie, Julia. Genau, das ein kurzer Überblick nochmal zu den verschiedensten sozusagen Lernformattypen, vielleicht auch nochmal ganz spannend für die Runde. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erzählt zur Welcome Session, zum quasi Start unserer Lernreise. Logischerweise nicht ganz unwichtig, weil wenn ich Menschen dazu bringen möchte, sich sozusagen auf eine Sache einzulassen, dann ist natürlich der Start wahnsinnig wichtig. Und da kann man ganz klar sagen, wir haben das sehr akribisch, wirklich quasi Excel-listenartig mit Terminen, Zeitfenstern. Wann erreichen wir wen? Wie viele Frühsessions machen wir? Fangen wir um 8 an? Müssen wir um 7 was machen? Ist abends 20 Uhr noch okay? Also so konkret sind wir wirklich in die Planung gegangen und haben dann eben über mehrere Wochen zu verschiedensten Zeiträumen tatsächlich unseren Beschäftigten diese Welcome Sessions angeboten, berufsgruppenübergreifend, ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Wir haben also nicht die einzelne Zielgruppe angesprochen, sondern haben dann gesagt, nein, wir wollen bewusst das Format öffnen für alle und haben quasi allen Beschäftigtengruppen dasselbe in der Welcome Session angeboten. Daraus sind dann auch häufig lebendige Diskussionen geworden, was ja wiederum in der Verbreiterung sozusagen des Inhaltes dann eher hilfreich war. Das, was wir sehr stark auch mitgemacht haben, ist, dass wir uns sehr früh dafür entschieden haben, sogenannte moderne Lernformate zu nutzen. Wir haben also weniger Live-Events angeboten, sondern sind eben sehr schnell in digitale Formate gegangen. Wir haben bei uns im Hause das Glück, dass wir schon ein E-Learning-Format bei uns etabliert hatten. Das heißt, wir haben die Sessions dann auch quasi, nachdem wir sie durchgeführt haben, online in unser Lernportal integriert, sodass eben jetzt dann auch folgende Beschäftigte oder eben im Onboarding befindliche Beschäftigte sich aufgenommene Welcome Sessions angucken können. Das ist vielleicht auch nochmal für die Runde ganz, ganz spannend. Natürlich kann sich das jeder in seiner Struktur anders überlegen. Wir haben ganz bewusst eben auf diese digitalen und E-Learning-Formate gesetzt, sind also mit virtuellen Trainings durchgegangen. Wir haben Lerncafés tatsächlich angeboten. Das haben dann tatsächlich auch Beschäftigte aus meinem Geschäftsbereich übernommen, die also zu bestimmten Zeitfenstern einfach ansprechbar waren, bestimmte Inhalte erklärt haben. Also wie muss ich einen bestimmten Antrag stellen? Wie ist das eigentlich mit Urlaub? Kommen wir gleich aber auch nochmal in den Formaten dazu. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, da kannst vielleicht du, Julia, nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, ist das, was eher so auf der rechten Seite ist, also quasi die sogenannten Support-Formate. Das ist ja das, was man eigentlich bewusst parallel etabliert, um wirklich dauerhafte Hilfestellung anzubieten. Da werden wir gleich, wie gesagt, auch noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, aber wenn du magst, gerne noch mal ein, zwei Gedanken von deiner Seite zu den Support-Formaten. Genau, das kommen wir gleich auch noch in den Folien drauf. Aber wir haben gerade die Lernreise gesehen und praktisch der letzte Punkt dieser Lernreise war ja der Ausbau des Wissens beziehungsweise auch das Sicherstellen des Wissens im
tatsächlich ein Doing. Weil, wenn wir ehrlich sind, die meisten Fragen kommen uns dann ja tatsächlich, wenn ich mit dem System arbeite. Und da ist dann eben die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich weiter? Die Lerncafés, virtuelle Trainings und so weiter, das war eben davor, um mich zu qualifizieren. Aber wenn ich jetzt eine konkrete Frage habe, dann brauche ich konkrete Hilfe. Und da gibt es dann eben die klassischen Formate wie den Helpdesk oder auch Dokumentationen. Da haben wir halt immer das Problem, Helpdesk ist oftmals auch überlastet. Ich komme jetzt nicht immer an den Rand. Was mache ich eigentlich, wenn ich nachts arbeite? Dokumentationen ist immer so ein bisschen die Frage, wo liegt die denn jetzt? Wo finde ich die? Und deswegen haben wir uns eben auch noch entschieden, das Performance Support Format mit unserer eigenen Software, der Orange, mit hinzuzuziehen, die eben automatisch erkennt, wo ein Mitarbeiter jetzt hängt und mir passgenaue Unterstützung liefert. Und das bringt eben dann nochmal einen entscheidenden Mehrwert, auf den wir jetzt auch gleich nochmal eingehen. Genau, dann gucken wir uns das jetzt mal konkret an. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Genau, das ist jetzt, kann man wieder sagen, so ein genau, klassisches Lernprogramm, so ein bisschen angepasst eben in das Corporate Design unseres Hauses, also des SKBS, wo wir jetzt hier exemplarisch eben das Thema Arbeitszeitveränderung erfassen für Führungskräfte, also wirklich einen ganz konkreten Arbeitsablauf für eine bestimmte Rolle im System. Aufgenommen haben und quasi den Beschäftigten dann vermittelt haben über dieses Lernformat. Genau. Gerne deine Ergänzung dazu, Julia. Genau, das hier ist dann praktisch so ein klassisches E-Learning beziehungsweise Web-Based Training. Ich habe im Prinzip das Gefühl, ich gehe durch das eigentliche System. Das ist auch wichtig, dass es interaktiv ist. Das ist jetzt also nicht nur ein Video, was da abläuft, sondern ich muss interaktiv in diesem Programm arbeiten und mache mich so dann schon mal mit der Oberfläche vertraut. Und Genau, ist das sehen natürlich wir auch jetzt auf der praktisch zu nächsten nutzen. Folie. Genau, Genau. falls Mitarbeiter nicht ins Präsenztraining gehen konnten oder neue Mitarbeiter kommen, dass man dann eben auch noch ein digitales Format hat, was man an die Hand geben kann und denjenigen jetzt nicht einfach komplett ohne Schulung da sitzen lässt. Genau. So, und hier seht ihr es jetzt schon, das ist quasi die konkrete Benutzeroberfläche in Workday für unser Workday HCM. Entsprechend gelabelt. Und wenn ich das eben hier im Handbuch mir angucke, dann sehe ich eben tatsächlich links eben die Oberfläche. Ich sehe dann eben entsprechend sozusagen den jeweiligen Arbeitsablauf. Okay, schrittgenau, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Genau. Und genau. Von dir Ergänzung, Genau. Julia, hierzu. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Klassische IT-Dokumentation, klassisches Handbuch. Da kommt es einfach auch auf die Lerntypen drauf an. Was ziehe ich mir denn am liebsten eigentlich zur Hand? Will ich mir lieber ein E-Learning angucken oder schaue ich durchs Handbuch? Es gibt auch Menschen, die sich das gerne noch ausdrucken, nebendran legen und dann eben gucken, Schritt für Schritt. Aber da kommen wir jetzt mit dem dritten Format der Orange dahin, dass das eigentlich gar nicht nötig ist, sondern das geht auch noch ein bisschen smarter. Genau, gucken wir uns das jetzt mal Genau. an. Ja, hier Möchtest du sehen wir hier? quasi exemplarisch das, was Julia gerade angesprochen hat. Da haben wir lange auch tatsächlich drüber nachgedacht, nämlich eine sogenannte kontextsensitive Unterstützung. Was zur Hölle heißt das wieder? Werden wir gleich einmal ganz platt zeigen. Soll im Wesentlichen einfach nochmal uns auf der ganzen Lernreise zu zeigen, wirklich dauerhaft zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich im System mich quasi anmelde und sage, ich habe jetzt irgendwas in Workday zu machen, ich war da länger nicht drin. Ich habe jetzt gar nicht die Vorstellung, dass ich die Hotline erreiche, aber ich bin am Überlegen, Mensch, ich habe das schon mal gemacht, ist aber wochenlang her. Wie war das noch konkret? Dann kann ich eben als Möglichkeit quasi auf die Orange klicken, komme dann in dieses Format hinein und kann mir quasi zu dem jeweiligen Kontext, den ich suche, da habe ich oben den Quick Access, kann ich mir quasi Begriffe reingeben und sagen, ich will, ich sag mal, eine Arbeitszeitveränderung meinetwegen eingeben oder einen Urlaubsantrag stellen. So, und dann würde mir das System, die Orange, eben entsprechend, ne, ich sehe das hier unten quasi, so wird es auf dem Windows-Rechner in der Fußleiste aussehen. Da habe ich also wirklich das Bild dieser Orange. Die kann ich mir auch gedanklich rechts sozusagen als Reiter mit reinziehen. Dann habe ich sie quasi parallel auf dem Bildschirm drauf und ich kann mir dann die entsprechenden Themen raussuchen. Ich kann dann auch gucken, will ich jetzt ein Training durchlaufen? Will ich eine Detailinfo oder will ich eigentlich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Das ist quasi mal der erste Punkt. Und Julia, gerne übernimm du an dieser Stelle die Orange sozusagen als eines der Highlights aus eurem Hause. Gerne von dir ein paar ergänzende Worte dazu. Gerne noch auf der nächsten Genau, Folie. ich übernehme mir gerade mal. Wir haben uns gedacht, dass man das Ganze sich am besten vorstellen kann, wenn man ein kleines Video dazu sieht, wie das Ganze abläuft.
Ich würde das jetzt einfach einmal abspielen und dazu vielleicht ein bisschen was sagen. Und zwar sind wir hier in der Workday-Oberfläche und wenn ich jetzt beispielsweise hier eine Arbeitszeiterfassung machen möchte oder eine Arbeitszeitveränderung, dann kann ich auf die Orange klicken und sie zeigt mir eben an, mit so einem kleinen Video auch, wie ich das jetzt genau machen kann. Also ich habe die Erklärung plus die Videos, die kleinen Schritt-für-Schritt-Listen. Und wenn ich dann diese Schrittliste durchgehe, kann ich links aktiv im System mitmachen und habe dann meine Arbeit erledigt. Das Ganze geht auch, wenn wir sagen, wir möchten Prozesse transparent machen. Das ist auch ein wichtiges Thema, wie wir gehört haben. So, das zeigen wir hier mal das Beispiel für einen Onboarding-Prozess. Ich bin ein Mitarbeiter, ich bin neu. Ich guck mal, was ich hier unter Starthilfe finde, weil ich möchte jetzt meinen Urlaub beantragen. Und ich weiß nicht so genau, wie ich das machen soll. Dann finde ich jetzt hier nützliche Informationen. Wir sehen hier auch den Reiter Abwesenheit beantragen. Wenn wir dann da einmal draufklicken, kann ich entsprechend auswählen, möchte ich jetzt eine Abwesenheit wegen Urlaub oder eine Abwesenheit, weil ich krank bin, beantragen. Wenn ich in den Urlaub gehen möchte, dann sehe ich hier den Prozess, Abwesenheit beantragen. Dann muss er freigegeben werden. Ich soll dann den Urlaub im Kalender eintragen und so weiter. Und unter Abwesenheit beantragen finde ich dann alle wichtigen Regularien, jetzt spezifisch für das spezielle Unternehmen, für die spezielle Klinik. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich umziehe, wie viele Tage kriege ich denn da Urlaub? Und dass ich da alle Informationen, die ich so brauche, mir selber raussuchen kann. Und das Schöne ist, ich habe hier unten dann Umgang mit System. Das heißt, ich komme hier direkt über den Link in Workday. Falls ich eben auch nicht weiß, mit welchem System beantrage ich denn jetzt eigentlich meinen Urlaub. Und nicht nur das, ich bekomme dann auch noch einen entsprechenden Guide angezeigt, so praktisch das gleiche Format wie hier, der mir dann auch noch zeigt, wie komme ich jetzt durch das System, wie beantrage ich jetzt meinen Urlaub konkret. Und wir haben jetzt auf der nächsten Folie noch ein paar weitere Beispiele, wie die Orange entsprechend einsetzbar ist. Wir haben die IT-Hilfen gerade gesehen in Workday. Wir haben auch die Prozesshilfen gesehen am Beispiel von Onboarding. Hier ist nochmal ein Beispiel zu den Pflegerichtlinien, dass ich sage, wir können hier wirklich Wissen in den einzelnen Prozess bringen und anwendbar machen. Wir haben hier noch ein Beispiel zu den Hygienerichtlinien. Ist praktisch genau das gleiche wie die IT-Hilfen, nur so eine genannte Non-IT-Guidance, die eben dann mit Bild und Text versehen ist. Das könnte auch eine Geräteerklärung sein, wie bediene ich jetzt ein bestimmtes Gerät eigentlich. Und man sieht auch, dass es eben auch möglich ist, über Smartphone zu bedienen, dass ich dann also wirklich mit dem Smartphone am Gerät stehe und also meine Bedienungsanleitung sozusagen bekomme. Und auch kein unwichtiges Thema in der Klinik, die IT-Sicherheit. Das ist jetzt ein Beispiel für so einen Entscheidungsbaum, wenn ich eine mir komisch vorkommende E-Mail erhalte, wo ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt vielleicht ein Phishing-Versuch, dann kann ich diesen Entscheidungsbaum durchgehen und eben abwägen, okay, es scheint wirklich seltsam zu sein oder zum Beispiel ein kleines Video dann nochmal dazu angucken und im besten Fall verhindern wir damit dann Schlimmeres. Und mit Blick auf die Zeit wollen wir jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt hier noch eine letzte Folie, die nochmal alles so ein bisschen abrunden soll und auch nochmal die Orange einordnen soll. Im Prinzip ist es so, wir müssen uns immer an den 5 Bedarfsmomenten des Lernens orientieren. Die sehen wir hier. Und im Falle jetzt vom Klinikum Braunschweig hatten wir eine Workday-Einführung. Also es ist etwas komplett Neues. Das heißt, wir müssen etwas zum ersten Mal lernen. Wir müssen mehr zu etwas lernen. Da sind wir ganz klar bei den ersten 2 Punkten, beziehungsweise bei dem blauen, was hier auf der Folie ist. Wir mussten auf jeden Fall eben Change Fitness herstellen mit den Welcome Sessions. Wir haben formale Formate gewählt, weil man eben gerade, wenn es darum geht, zum ersten Mal etwas zu lernen, macht es auf jeden Fall Sinn, auch das von Mensch zu Mensch zu vermitteln, aber eben unterstützend durch digitale Formate. Und dann ist es so, es vergeht Zeit, dann wende ich das System an. Wir haben es ja schon gehört. Im Prinzip, das kennt man ja auch von sich selbst, kommen mir erst im tatsächlichen Doing eigentlich meine Fragen. Und dann brauche ich schnelle, prägnante Hilfe. Und die können wir uns dann eben mit so Guides, die wir gerade gesehen haben, also durch Technologie-Guidance dann eben heranziehen oder auch sogenannte System-Fitness, ne, wie wir vorhin in dem Dreiklang gesehen haben, der sich hier auch widerspiegelt. Aber System-Fitness alleine reicht nicht. Ich muss eben auch wissen, wie sieht denn der ganze Prozess aus? Gibt es vielleicht Richtlinien, die für mich in meiner Rolle jetzt wichtig sind? Verfahrensanweisungen? Und
Deswegen haben wir hier auch nochmal eben den Reiter der Business Guidance, damit ich entlang der Prozesse auch geführt werden kann, aber auch eben die Systemfitness abgebildet ist, als auch die Change Fitness. Und all das können wir eben über die Orange dann an die Mitarbeiter vermitteln. Das heißt, wir haben einen zentralen Punkt, über den ich auf das gesamte Wissen, das ich jetzt brauche, zugreifen kann. Und ich würde sagen, an der Stelle würde ich Ihnen einfach nur noch, beziehungsweise dir noch drei Fragen stellen, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant fürs Publikum. Und zwar, was waren denn jetzt die drei größten Herausforderungen, die du im Projekt erlebt hast? Vielleicht kurz mit Blick auf die Zeit. Na klar, also ganz kurz und knackig. Wir haben ja jetzt tatsächlich ja schon über 50 Minuten über die vielfältigsten Herausforderungen gesprochen. Ich glaube, ganz kurz und knackig, darauf kann man sagen, erstmal das eigene Team davon zu überzeugen, sozusagen diesen Weg mit dem System zu gehen, was eben eine Herausforderung an sich selber tatsächlich war, wo ich sehr viel Aufwand drauf gebracht habe. Das zweite dann tatsächlich, ob der vermeintlichen Opulenz der Lernplanung jetzt nicht unruhig zu werden, sondern zu sagen, die Vorausplanung lohnt sich in jedem Fall, weil wenn es einmal gut aufgeplant ist, dann ist der weitere Weg, den man danach geht, tatsächlich deutlich einfacher. War aber am Anfang war wirklich eine Herausforderung, auch die vielen Vorneweg-Diskussionen, wo man ja erstmal das Gefühl hat, es passiert nichts, sondern es geht gar nicht nach vorne, sondern wir diskutieren über Personatypen. Wo führt das eigentlich hin? Also das ist schon eine Herausforderung, wo man dann auch standhaft bleiben muss, zu sagen, nee, das macht total Sinn, weil gute Planung bringt dann immer weiter. Und das Dritte ist dann tatsächlich auf dem Weg nicht zu zaudern, wenn dann natürlich von links und rechts dann trotzdem auch mal Kritik kommt und dann sagt, ich möchte es aber jetzt persönlich vermittelt kriegen, warum habt ihr da denn nicht irgendwie was gehabt? Sondern da wirklich zu sagen, nein, das ist gut aufgestellt, das trifft die breite Masse, jeden kriegt man bei 4.500 Beschäftigten eh nicht mit und das ist schon okay so, trotzdem das Feedback natürlich wahrzunehmen, das so die drei größten Herausforderungen. Und vielleicht daraus abgeleitet noch die drei größten Learnings, die du hattest. Ja, also mit Bezug zu all dem, was wir ja beschrieben haben, kann man ganz klar sagen, je besser man vorneweg plant, ich habe es ja eben schon aus der Herausforderung abgeleitet, desto einfacher wird der Weg nach hinten raus. Und ich kann so als zweites auch sagen, ich habe trotz der doch hohen Komplexität, die so ein HCM-System in der Veränderung ja mit sich bringt, im Vergleich zu vielen anderen Systemen, die ich auch in anderen Organisationen oder auch die wir hier parallel in der IT zum Beispiel einführen, deutlich mehr Probleme bei Systemen, die eben nicht so breit in der Aufstellung tatsächlich mit guten Lerninhalten versehen sind. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall die Zeit, der Aufwand und auch das Geld. Denn je mehr ich den Beschäftigten eben solche Punkte näher bringe, desto einfacher wird es. Und das Dritte ist eben dann, dass man ganz klar sagen kann, das Ergebnis rechtfertigt ja immer sozusagen den Weg, aber die Zufriedenheit, muss man ganz klar sagen, war deutlich größer, als ich das am Anfang vermutet hätte, bei all dem, was ich ja auch zum Start erzählt habe, wie häufig auf administrative Themen eben reagiert wird. Ja, sehr schön. Und dann vielleicht noch gewisse Stolpersteine, die es eventuell gab, wo du sagst, das sollten andere vielleicht lieber von vornherein verhindern, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, eben im Austausch zu sein. Ja, also ich glaube, das Spannende ist ja jedenfalls bei Personalthemen, dass gefühlt ja jeder irgendwie was mitzureden hat und sozusagen die Aussage, nee, das kannst du aber auch ganz anders machen und da habe ich aber auch schon mal gehört, dass der und der das anders macht, sich davon nicht beirren zu lassen, sondern schon einen konkreten Plan zu haben, wie man quasi vom Start zum Ziel kommen möchte. Das sehe ich auf jeden Fall als Thema, wo es wirklich auch quasi als Projektverantwortlicher wichtig ist, eben seinen Kurs klar zu legen und dann auch nicht sofort zu zaudern, wenn irgendwie von links und rechts mal erste Sperrfeuer kommt. Das Zweite, ganz, ganz eindeutig, sich gute Partner zu suchen und nicht die B-Lösung, die im Zweifel günstiger ist, zu wählen, sondern wirklich gut zu überlegen, wie wichtig ist mir das? Ist die Investition dann für mich auch okay Hintergrund des Ziels und dann eben sozusagen das auch konsequent zu verfolgen und ich sag mal immer so ein bisschen auch aufs Ende hin zu planen, das wäre vielleicht so der dritte Punkt, weil zwischendrin wird man wahrscheinlich eh immer noch mal das ein oder andere justieren müssen. Das wären so meine drei Punkte. Ja, super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir hiermit für uns am Ende angekommen und jetzt verbleiben gar nicht mehr so viele Minuten. Aber Maria, sind denn Fragen im Chat? Es sind tatsächlich ein paar Fragen eingetrudelt. Und lesen wir doch mal gleich die aktuellste. Die Entscheidung für die Einführung der Software Workday war vor der Zusammenarbeit mit TTS gegeben oder auch Bestandteil der Analyse mit der TTS?
Nein, also die tatsächlich muss man sagen, die Systementscheidung habe ich unabhängig vom Lernpartner getroffen. Da habe ich tatsächlich, ich sag mal, rein anhand meiner Portfolioplanung, ich sag mal, Produktprüfung im bestehenden Markt betrieben, also unabhängig voneinander. Vielen Dank. Und noch eine zweite. Wie viele Ressourcen, VKs, nutzen Sie, um das System auf dem aktuellen Stand zu halten? Zum Thema Änderungen. Und wie lange hat es ungefähr gedauert, diese Learning Journeys zu konzipieren, zu erstellen? Also zur Dauer, Julia, da muss ich gerade mal überlegen. Wir sind in der Tat, ich fange mal mit dem zweiten Teil an, ich komme aber zum ersten noch. Wir sind extrem zügig vorgegangen, ne? Weil man sagen muss, auch wenn es früher klar war, haben wir doch mit der Partnerwahl ein bisschen länger gebraucht und hatten auch den Eindruck, wir müssen selber das System erstmal verstehen, bevor wir quasi uns selber auf die Lernreise machen. Deswegen sind wir quasi von der Vertragsvereinbarung in die Konzeptionierung bis quasi zur Planung dieses Verlaufes. Das war, würde ich mal vorsichtig sagen, das waren 4 bis 6 Wochen, ne? Ja, Wenn ich mich das recht kommt entsinne, hin. das Genau, war da sind wir schon. aufgrund des Zeitdrucks auch sehr schnell vorangegangen zusammen, ja. Genau. Also da, auch wenn wir ja viel dazu beschrieben haben, weil es sich lohnt, aber das lässt sich relativ zügig abwickeln, natürlich mit einer harten Taktung. Ich würde mal sagen, 4 Wochen ist schon ambitioniert, aber 6 Wochen inklusive der Personatypen, kann man sehr gut schaffen. Und was den ersten Teil angeht, ja, eine relevante Ressourcenfrage zugegebenermaßen, da muss man klar sagen, die Antwort lautet in diesem Fall zweigeteilt. Ich hatte ja zum Anfang beschrieben, dass mein eigenes Team noch nicht so fit war, als wir mit dem Projekt begonnen haben. Das heißt, ich habe konkret in meinem Team quasi zwei sogenannte Systemadministratoren, die sich ja quasi am sogenannten Frontend um die Fragen, Veränderungen und Notwendigkeiten begeben. Wir haben aber im Hintergrund einen quasi Partner, das wird auch von Workday so empfohlen, der uns quasi unterstützt, wenn wirklich relevante Systemänderungen anstehen. Da gibt es, muss man sagen, jedenfalls bei Workday auf dem Markt so ein paar etablierte Player, die dann quasi über sogenannte Supportverträge das anbieten. Also ein bisschen Teil ausgezaust, aber für, ich sag mal, einfach Themen in-house 2 VKs. Okay, und wenn wir noch die Zeit haben, haben wir zwei konkrete Fragen zu Personas. Einmal, ob sich die konkreten Lernformate an den Bedarfen dieser Personas orientieren und ob es geplant ist, die auch in Zukunft weiter zu nutzen und an weitere Erkenntnisse anzupassen und für weitere User Experience-Szenarien im Klinikum zu nutzen. Sehr gute Frage und kann man zweimal mit eindeutig Ja beantworten. Also die Lernformate sind konkret entwickelt worden an den Personatypen. Ich hatte dort ja gesagt, dass wir sehr unterschiedliche Typen identifiziert haben. Und am Ende muss man natürlich überlegen, wie viel will ich dann konkret investieren. Also wenn man auf der Bandbreite zwischen Live-Trainings, Webinaren, E-Learnings und so weiter überlegen kann, Best Case ist natürlich, wenn man alles macht. Wenn ich es aber richtig alles mache, dann sozusagen muss ich auch konkret natürlich da auch Zeit und Geld investieren, das zu tun. Wir haben so ein bisschen Mix gemacht. Also wir haben tatsächlich uns sehr stark fokussiert auf digitale Formate. Das hatte ich vorhin kurz gesagt. Die werden wir auch weiter nutzen. Wir haben allerdings aufgrund der Zwischennachfragen dann doch auch angefangen, singulär mal Live-Trainings anzubieten. Also auch da ist es ja so, wir nutzen sozusagen die komplette Startplanung, nehmen aber natürlich die Feedbacks auf und justieren singulär, wenn eben der Bedarf tatsächlich deutlich vorhanden ist. Genau, und vielleicht noch ein Satz von mir. Also das ist tatsächlich auch die Idee der Personas. Das muss man jetzt nicht jedes Mal irgendwie neu erfinden, sondern diese Personas, die erstellt man einmal und kann die dann für alle weiteren IT-Projekte eben auch entsprechend wiederverwenden. Genau. Und ich denke, noch eine letzte Frage schaffen wir, oder? So eine Ja. Doppelfrage. Die Frage nach den Lerncafés, wie lange die gedauert haben und ob die Orange auch für andere Systeme im Haus genutzt wird. Also die Lerncafés haben wir tatsächlich immer als etwas längere Formate, quasi als Open-House-Formate angeboten, so immer 1, 1,5 Stunden, sind dann mit mehreren Beschäftigten quasi vor Ort in bestimmten Örtlichkeiten gewesen und haben das einfach als Raum angeboten, wo man quasi dazukommen konnte. Wir haben das auch als digitale Lerncafés parallel, sodass man einfach quasi einen Zoom-Termin oder jetzt hier irgendwie einen GoTo oder sonst wie angeboten hat, gesagt hat, wenn ihr was konkret habt, wir sind für euch da, kommt einfach rein, stellt eure Fragen, wir klären das direkt mit euch. Aber also da kann man eigentlich auf der Bandbreite im Prinzip zwischen 30 Minuten und auch längeren Intervallen, je nachdem, wie viel Ressource man draufgeben möchte, natürlich, kann man entsprechend das differenziert machen im Lerncafé. Was war dir auf der zweite Teil?
Ob Ob die Orange auch die für andere Orange auch für andere Systeme genutzt Systeme, wird. genau, danke Julia. Okay, also wir haben bisher die Orange nur für Workday am Start. Ist tatsächlich für uns, muss man sagen, also der Auftakt gewesen, derartige dauerhafte Formate anzubieten, und sind im Moment noch weiterhin in der Evaluation, wie das bei uns in der Organisation ankommt. Wir überlegen es aber tatsächlich, wenn sich das positiv etablieren sollte, das dann gegebenenfalls zukünftig auch für weitere Formate anzubieten. Und da hatte Julia Schmicher ja gezeigt, dass man die Orange natürlich ganz vielfältig einsetzen könnte. Wie gesagt, bei uns noch in Evaluation. Okay, vielen Dank. Super, dann haben wir hoffentlich die letzte Stunde einige gute Impulse setzen können, Julia und ich. Glaube ich, Julia, wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das Interesse an dem heutigen Termin. Wenn es irgendwelche Folgefragen geben sollte, wir sind beide unter anderem über unsere LinkedIn-Profile gut erreichbar. Scheut ihr euch auf gar keinen Fall, gerne dort irgendwie auch eine Anfrage zu stellen. Und wenn es irgendwelche Nachfragen gibt, wie gesagt, wir haben in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit in diesem Projekt extrem viel gelernt und im besten Falle auch sehr viel Gutes und stellen das natürlich gerne auch mit Wissen zur Verfügung, wenn es irgendwelche Interessen daran gibt. Also vielen, vielen Dank von unserer Seite in die Runde. Viel Erfolg vielleicht auch bei vergleichbaren Projekten und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne melden. Besten Dank, macht's gut.